Freunde, heute kochen wir eine Blumenkohl-Cremesuppe mit Brokkoli-Röschen als Einlage. Wir benötigen einen Blumenkohl. Wundert euch nicht, dass der Blumenkohl so aussieht, wie er aussieht. Das sind natürlich gerettete Lebensmittel. Ne? Der ist vom Lidl 50% gut. Ich bin noch gut. Und warum soll man den nicht kaufen? Da tun wir noch was Gutes mit. Der Brokkoli war natürlich nicht aus dieser 50%. Ich bin noch gut 50%. Ein Stück Brokkoli. Frisches Suppengrün. Das ist, kaufen wir immer, schneiden es klein und frieren es ein. Es kommt aus der Tiefkühltruhe. Ein paar Kartoffeln, damit ihr die Cremigkeit habt für die Suppe. Und wir haben natürlich auch selbst gekochte Brühe. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt Brühwürfel nehmen, ihr könnt, ja, wie auch immer. Wir nehmen jetzt unsere selbst gekochte Brühe. Die ist noch vom Eisbein, als wir Eisbein gekocht haben. Also ist nicht vegan und nicht vegetarisch. Aber ihr könnt ja Fleischbrühe weglassen, dann habt ihr ein veganes oder vegetarisches Gericht. Wir nehmen unseren Topf und packen die Brühe da rein und stellen die erstmal auf den Herd. So, diesen Blumenkohl. Und befreien ihn erstmal Blättern. Jetzt trennen wir die Röschen ab. Da schmeißen wir nichts von weg. Den waschen wir jetzt. Blumenkohl gewaschen, die Brühe taut langsam auf. Jetzt schneiden wir das hier noch einmal so durch und packen schon den Blumenkohl mit hier rein. Komme gleich. Moment, Schatz. So und so. Dann geben wir das Suppengrün schon mit rein. Kartoffeln mit rein für die Sämigkeit. So, ne, wir brauchen ja die Kartoffeln für die Sämigkeit. So, da ist eine Blumenkohlsuppe. Es gebe ich natürlich frisch geriebenen Muskatnuss dazu. In der Zwischenzeit widmen wir uns dem Brokkoli. Da brauche ich kleine Röschen. Wird hier noch mal ein bisschen durchschneiden. Der wird jetzt gewaschen. So, den Brokkoli koche ich in der Mikrowelle. Ich gebe hier ein bisschen Wasser auf. Ein bisschen Salz. Ab in die Mikrowelle. So, der Brokkoli war jetzt 7 Minuten in der Mikrowelle und der kommt dann nachher in die Suppe mit rein. So, oh, ich muss mal ein bisschen wedeln. War jetzt 15 Minuten im Schnellkochtopf. Jetzt würzen wir noch ein bisschen nach. Ich mache noch Salz, Pfeffer rein und dann werde ich sie pürieren. So, ihr Lieben, püriert ist sie. Ich habe euch ja den Tipp gegeben, wenn ihr Suppen kocht, immer lieber Flüssigkeit abmachen und hinterher zugeben. Und siehst du, ich habe jetzt hier ein bisschen Brühe abgemacht. Sonst wäre sie zu dünn geworden. Jetzt gebe ich ein bisschen Kochsahne rein, 7%ige. Mix es nochmal durch. So, ihr Lieben, fertig. So soll unsere Suppe aussehen. So sollte sie aussehen. So habe ich sie im Kopf gehabt. Und die Irmi und ich, ne, ist natürlich, machen wir jetzt so Tradition, dass wir unsere Gerichte anschließend kosten und sagen, wie sie schmecken. Ja, ist ja klar, das was. Na, also, naja, aber sonst essen wir sie ja, wenn niemand dabei ist, genau. Oder? Ja. Bisschen Salz? Nee. Könnte noch ein bisschen Muskat rein. Ja, ich finde, Blumenkohl braucht viel Muskatnuss. Aber zu viel darf man auch nicht nehmen. Ja, das war der letzte Kick. Ja. Schmeckt sehr lecker. Ja. Ein bisschen verrühren. Ein bisschen verrühren, genau. Und dann kann man ein bisschen den Brokkoli ein bisschen verstecken. Ein
bisschen kosten mit dem Brokkoli, wie es mit dem Brokkoli schmeckt. Leute. Ja, da will ich. Das heiß muss. Ja. Leute, macht's nach. Es schmeckt fantastisch. Ja, ihr Lieben. Das war's. Guten Appetit. Küchenwelt mit Herz wünscht guten Appetit. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und was sagen wir denn? Immer wieder gerne. Tschüss.